Hallo ihr Lieben, das erste Video im Jahr 2022. Ich wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr und ich wünsche uns allen, dass natürlich dieses Jahr viel besser wird als die letzten zwei Jahre. Ich glaube, das wünschen sich alle. Auf jeden Fall wird es heute Zeit, ein Full-Face-Make-up nur mit Produkten von Art Deco zu schminken, denn ich habe sehr, sehr viele Produkte von Art Deco hier. Ich hatte vor kurzem eine Kooperation, dadurch konnte ich sehr, sehr viele Produkte auch für mich ausprobieren und es ist natürlich auch ein großer Luxus, sage ich mal, und ich bin auch sehr dankbar dafür. Und deswegen dachte ich mir, ich muss euch die Produkte auch mal zeigen. Ich habe auch einige da, die ich jetzt noch gar nicht ausprobiert habe. Und deswegen wird es Zeit für ein Full Face. Und das ist dabei rausgekommen, ein wunderschöner Tages-Make-up-Look, Alltags-Make-up-Look, wie auch immer. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit Foundation. Und zwar habe ich hier die Rich Treatment Foundation. Die Farbe steht jetzt blöderweise hier gar nicht drauf. Aber ich werde es nochmal nachschauen und dann unten in die Infobox schreiben, weil ich euch sowieso auch alle Produkte wie immer verlinken werde. Und dann gucke ich die Farbe nochmal nach, vielleicht finde ich es noch irgendwo. Und dann könnt ihr es dann auch besser finden, sage ich mal, wenn ihr so einen ähnlichen Hautton habt wie ich. Und dann würde ich sagen, wir starten mit dem Auftrag. Also das ist so ein Fläschchen mit so einem Applikator. Wie ihr sehen könnt, es ist eine recht cremige Textur und spricht daher auch für eine, ja, recht gute Deckkraft. Die Farbe ist mir jetzt tatsächlich ein bisschen zu dunkel. Es oxidiert auch noch ein bisschen, also es tut mir leid, dass die Farbe jetzt nicht 100% passt, aber ja, ich bin jetzt wirklich super, super weiß geworden jetzt im Winter. Verblenden geht wirklich gut, weil sie nicht super schnell runtertrocknet. Dadurch kann man sich ein bisschen Zeit lassen. Das finde ich immer ganz schön, wenn man sich nicht so abhetzen muss beim Verblenden. Und sie verschmilzt auch extrem gut mit der Haut, wie ihr sehen könnt. Wirkt es fast so wie echte Haut. Also es ist jetzt keine so eine mega krasse, cakey Full-Face Foundation, aber trotzdem mit einer recht guten Deckkraft. Ich würde sie jetzt sogar als Mittel bezeichnen. Man sieht hier schon noch deutliche Rötungen durchscheinen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal noch eine leichte Schicht aufgeben, vor allen Dingen hier an den Stellen, wo ich einfach ein bisschen stärkere Rötungen habe, um euch zu zeigen, dass das ziemlich gut aufbaubar ist. Und so sieht das Ganze mit einer zweiten Schicht aus. Trotzdem noch wirklich sehr, sehr natürlich im Sinne von, dass man die Hautstruktur immer noch sieht, dass es nicht super krass maskenhaft aussieht. Also es ist eine ganz, ganz schöne, ja, natural looking Foundation, sage ich mal. Trotzdem mit einer guten Deckkraft. Also die finde ich echt schön, die gefällt mir gut. Und dass die Farbe jetzt halt einfach ein bisschen zu dunkel ist. Ihr seht schon, im Gegensatz zu meinem Rest hier ist ein bisschen dunkel, aber so vom Finish würde ich sagen, sie ist so semi-matt. Sie ist nicht ganz glowy, aber sie ist jetzt auch nicht komplett matt. So ein schönes Zwischending, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir lassen mal meine Augenringe verschwinden. Und da habe ich hier auch einen sehr schönen Concealer, und zwar den Perfect Tint Concealer in der Nummer 5 Light Peach. Das Einzige, was ich an dem Concealer nicht so schön finde, ist der Applikator. Ich mag diese Applikatoren eigentlich nicht so, weil ich finde, dass das immer eine recht große Sauerei wird. Aber so ist das. Man muss das hier immer rausdrehen. Also ich finde es zum Dosieren einfach nicht so schön. Aber das ist generell bei diesem Applikator so. Den Concealer würde ich jetzt eher als sehr natürlich beschreiben, weil die Deckkraft nicht so hoch ist. Also man kann schon leichte Schatten kaschieren, sage ich mal. Sieht alles ein bisschen ebenmäßiger aus. Und ich sehe jetzt nicht mehr ganz so müde aus, aber die Deckkraft ist jetzt nicht ganz so hoch. Ich werde versuchen, das Ganze jetzt nochmal aufzubauen. Das habe ich bisher noch nicht gemacht, weil ich den sehr gerne im Alltag benutze und da reicht mir das eigentlich. Aber jetzt so mit dem Full Face, glaube ich, brauche ich einfach noch ein bisschen mehr Deckkraft. Lässt sich auf jeden Fall extrem leicht verblenden und funktioniert auch mit einer trockenen Augenpartie sehr, sehr gut, weil es einfach schön cremig ist und Feuchtigkeit spenden ist und nicht so super trocken ist. Aufbauen hat jetzt nicht so viel gebracht. Also die Deckkraft ist einfach, ja, leicht bis maximal mittel. Muss man einfach wissen. Für ein Full Face würde ich jetzt eher noch was Deckenderes brauchen. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Nichtsdestotrotz benutze ich die super gern, wie gesagt, im Alltag, weil sie einfach so natürlich wirkt und einfach wie Haut aussieht. Dann werde ich die Foundation natürlich noch setten. Und zwar habe ich hier ein transparentes Puder. Und zwar das No Colors Setting Powder. Das sieht so aus. Das ist so leicht schimmernd. Es ist nicht ganz matt. Es hat, finde ich, so einen ganz soften Glow drin. Und das Ganze werde ich jetzt auftragen mit diesem Pinsel hier. Den habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert. Und zwar der Powder Brush. Der sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ich liebe Powder Brushes.
Der ist auf jeden Fall wunderschön fluffig. Ich liebe diese großen, fluffigen Pinsel fürs Gesicht. Und dann setten wir das Ganze einfach mal. So sieht das Ganze jetzt mit Puder aus. Ich finde es sehr schön, weil es nicht zu trocken wirkt. Oft ist es ja so, wenn ich Setting Powder drauf gebe, sieht meine Haut super staubig aus. Aber ich gebe nachher sowieso noch Setting Spray drauf oder Fixing Spray. Finde ich super schön. Also funktioniert mit meiner trockenen Haut sehr, sehr gut. Das habe ich ja vorher schon ausprobiert gehabt. Man hat jetzt nicht so einen super matt Look. Finde ich sehr, sehr schön. Also das gefällt mir sehr gut. Es gibt aber trotzdem leichten weißen Schleier ab. Also ganz verhindern kann man es jetzt nicht, meiner Meinung nach. Ich finde, man sieht jetzt tatsächlich auch, dass meine Foundation jetzt ein bisschen heller geworden ist, was in dem Fall jetzt auch super gut ist, dass das einfach ein bisschen passender jetzt ist. Aber ja, für eine trockene Haut klappt das wirklich sehr gut. Dann machen wir auch schon weiter mit Bronzer. Und zwar habe ich hier einen Riesenbronzer. Und zwar den All Seasons Bronzing Powder. Tada! Ich finde, es sieht so hübsch aus. Es sind auf jeden Fall drei verschiedene Bronzerfarben drin. Man könnte sie tatsächlich sicherlich auch einzeln verwenden. Ich glaube, ich werde die jetzt heute einfach komplett mischen. Finde ich eine schöne Farbkombi tatsächlich. Passt auch gut zu meiner hellen Haut in dem Fall. Und was ich ganz toll finde, ist, dass er nicht zu rotstichig ist. Also der ist so leicht aschig und das finde ich ja ganz schön. Ich mag ja diese ganz rotstichigen Bronzer nicht so gern. Ja, es ist schon gut pigmentiert. Also ich würde schon vorschlagen, dass man da eher leichter reingeht. Finish gefällt mir auch mega gut, weil es so ein leichter, glowy Look ist. Also es ist so ein leicht glänzender Bronzer, nicht super matt, lässt es dadurch ein bisschen mehr strahlen. Also der gefällt mir auch mega gut, außer dass er halt ein bisschen zu pigmentiert ist. Da muss ich einfach ein bisschen vorsichtiger sein nächstes Mal. Dann habe ich als nächstes hier einen Blush und zwar sieht der so aus. Der ist auch wirklich sehr, sehr hübsch, hat auch dieses sehr coole Packaging. Und zwar ist es der Bronzing Blush in der Farbe Summer Vibes. Ein super schöner Pinkton, ist jetzt wahrscheinlich doch eher was für den Frühling, aber ist egal. Dazu habe ich jetzt hier auch einen Blush Brush, beziehungsweise den Blusher Brush. Und da werde ich auch beide Farben mischen. Werde es aber vorher vielleicht zur Sicherheit ein bisschen abtupfen. Nicht, dass ich doch wieder zu viel Farbe im Gesicht habe. Dann trage ich den hier auf. Ja, der ist auch wieder gut pigmentiert. Ihr seht, ich habe es abgetupft. Trotzdem bekommt man ganz gut Farbe hier drauf. Der Brush ist auch super, weil er schön fluffig ist und er hat auch eine schöne Form. Dadurch kann man die Wangen einfach schön abpudern, sagt man so. Im Finish auch wieder so wie beim Bronzer, so ein leichter Schimmer ist drin, aber jetzt keine Glitzerpartikel, sondern sieht einfach so leicht schimmerig aus. Nicht schimmelig, nicht verwechseln, schimmerig. Sieht sehr frisch aus, strahlend aus. Die Farbe finde ich tatsächlich auch mega schön, gefällt mir gut. Hier wirkt es tatsächlich ein bisschen abschreckend, da habe ich das Gefühl, weil es einfach so pink aussieht. Aber so aufgetragen wird, wirkt es einfach so süß, sehr, sehr alltagstauglich auch. Also da braucht man wirklich keine Angst haben, dass es zu krass wirkt. Finde ich ein ganz, ganz schönes Produkt. Bevor wir mit dem Augen-Make-up weitermachen, habe ich hier noch was zum Fixieren und zwar das 3-in-1 Make-up Fixing Spray zum Setten, Refreshen und als Make-up-Base. Aus diesem Sprühkopf kommt schon viel Produkt raus, da braucht man wahrscheinlich gar nicht so viel, wie ich jetzt drauf getan habe, aber ich liebe das einfach, deswegen mache ich das generell immer, dass ich zu viel aufgebe. Aber ich mag dieses Gefühl, dass es einfach so feuchtigkeitsspendend ist und die Haut sieht nochmal strahlender aus und ihr seht, ich habe so einen leichten Glow auf der Haut und es verschmilzt nochmal gut und die ganzen Puderprodukte wirken nicht mehr so pudrig. Also ich mag das einfach. Der Look ist total schön und sehr, sehr angenehm. Es ist schon ein bisschen parfümiert, aber es ist für mich in Ordnung, weil es nicht zu penetrant ist. Also von daher, und es verfliegt auch recht schnell. So, jetzt kommt das Augen-Make-up und zwar habe ich hier einmal eine Eyeshadow Base, die ich jetzt schnell auftragen würde. Die kommt hier in so einem kleinen Behälter. Und da muss man einfach mit dem Finger reingehen, direkt, und sich die Base einfach ja, auftupfen. Man kann es natürlich auch alternativ mit dem Pinsel machen, aber ganz ehrlich, ich finde es mit dem Finger immer irgendwie besser.
Ich habe das Gefühl, wenn man den gut einarbeitet mit dem Finger, dann ist es irgendwie besser. Der hat jetzt nicht so eine super gute Deckkraft, aber gibt trotzdem eine gute Base im Sinne von, dass der Eyeshadow einfach ja schon auch besser hält und nicht so schnell creased, aber auch, dass die Farben natürlich auch intensiver werden. Aber ich müsste vorher trotzdem mit einem Concealer drüber gehen, weil mir sonst die Deckkraft einfach nicht ausreichen würde. Deswegen mache ich meine Augenlider vorher immer noch mit Concealer, weil ich einfach so krasse Rötungen auf den Augenlidern habe. Das sieht einfach so schlimm aus. So ein Eyeshadow-Trio mit 3 verschiedenen Farben. Da werde ich euch die Farben natürlich auch unten in die Infobox schreiben. Es wird jetzt ein sehr natürlicher Look, aber ich habe euch ja auch gefragt, was ihr gerne sehen wollen würdet. Und viele haben geschrieben, sie wünschen sich mehr auch alltagstaugliche, natürlichere Looks, weshalb ich mir jetzt die für heute ausgesucht habe. Ich möchte natürlich auch für jeden was kreieren und nicht nur so super krasse Augen-Make-up-Looks schminken. Deswegen gibt es heute ein bisschen was Softeres. Ich werde mir jetzt diese mittlere Farbe hier, das ist die Farbe Nummer 372, die werde ich mir jetzt einfach mit dem Finger auftragen. Also ich nehme das einfach hier mit dem Finger. Und hier auftupfen. Und durch diese Base, die ich da drunter habe, die ist ja klebrig, haftet die einfach so gut. Also dieser Shade kommt jetzt gar nicht so wirklich zur Geltung. Einfach aus folgendem Grund. Es sind schon Glitzerpartikel zu sehen und ich glaube, dass es mehr ein Topper ist. Dadurch, dass er nicht so super farbintensiv ist, beziehungsweise sieht das einfach so aus wie meine natürliche Hautfarbe, weswegen es dadurch wahrscheinlich jetzt nicht so gut zur Geltung kommt. Ich hätte drunter vielleicht noch was anderes geben müssen, aber ich versuche es jetzt einfach ein bisschen aufzubauen. Es hat auf jeden Fall total schöne Glitzerpartikel. Ich werde es jetzt einfach so machen, dass ich mir jetzt den dunkleren Ton nehme und mir den hier außen aufgebe. Dann sieht das Ganze, glaube ich, schon ein bisschen runder aus. Ihr seht, die Pigmentierung ist auch nicht schlecht. Und mit diesem Shade hier ganz außen, die benutze ich total gern auch hier für unter der Augenbraue. Das Ganze hier nochmal so ein bisschen zu highlighten. Und den dunklen Ton gebe ich mir hier auch auf den äußeren unteren Augenwinkel. Und so sieht der Look jetzt aus. Ein sehr schöner, natürlicher Look, finde ich. Ich bin natürlich gespannt, ob der euch jetzt dementsprechend auch gefällt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe jetzt hier übrigens noch einen Highlighter in den Augeninnenwinkel gegeben, weil ich den Look einfach so mag, wenn im Augeninnenwinkel ein Highlighter drin ist. So, dann würde ich kurz noch was zu der Textur sagen. Also die Texturen sind schon sehr pudrig. Aber es gibt auch andere. Ich habe nämlich schon verschiedene Farben ausprobiert, also es kommt immer auf die Farbe drauf an. Es gibt auch welche, die so ein bisschen weicher sind. Nicht super butterig, würde ich sagen, aber nicht ganz so pudrig. Also dieser mittlere Ton ist schon sehr pudrig zum Beispiel. Der geht eigentlich und deswegen finde ich, kann man den auch ziemlich gut auftragen. Man kann diese Farbe aber übrigens auch noch viel intensiver aufbauen. Also ich könnte jetzt locker noch mal eine zweite Schicht drüber geben und das Ganze noch ein bisschen dunkler wirken lassen. Aber das möchte ich jetzt einfach nicht, weil ich glaube, dass das dann nicht so gut zusammenpasst mit dem anderen Ton. Deswegen ich jetzt das hier so ein bisschen softer lasse. Also insgesamt kann man diese Art Deco Eyeshadows sehr, sehr gut aufbauen. Also ich habe ja schon ein paar ausprobiert. Und dass ihr Bescheid wisst, also sind gut aufbaubar auf jeden Fall. Dann will ich noch ein neues Produkt ausprobieren und zwar den Lash Booster. Den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Volumen und Pflege für die Wimpern. Und dazu würde ich gerne auch diese Mascara benutzen, die ich auch so über alles liebe. Und zwar die Amazing Effect Mascara. Die habe ich auch schon ausprobiert. Die finde ich gigantisch. Und ich möchte zum Vergleich jetzt ein Auge mit dieser Base machen und ein Auge ohne. Einfach um zu gucken, ob der tatsächlich so nochmal so einen Volumeneffekt gibt. Hier mal auf dem rechten Auge auf. Und dann gebe ich jetzt auch die Mascara drüber. Und so sieht das Ganze jetzt mit Base und Mascara auf. Mega geiler Effekt. Ich liebe die Mascara einfach so sehr. Seht ihr, wie krass meine Wimpern einfach aussehen im Gegensatz zu hier. Hier sieht man sie halt einfach gar nicht. Ich liebe diesen Effekt. Gigantisch, oder?
Ich glaube, da brauche ich echt nicht mehr dazu sagen. Und so sieht das Ganze jetzt im Vergleich auf. Ich bin gespannt, ob euch da jetzt irgendwas auffällt. Ich habe so das Gefühl, dass es sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite mega gut aussieht. Also ich glaube, ich komme auch ohne Mascara Base gut zurecht und bekomme so einen tollen Effekt auch ohne Mascara Base. Es kommt wahrscheinlich auch immer darauf an, wie eure Wimpern auch gerade sind. Ich benutze ja dieses Lash Serum, von daher habe ich aktuell sowieso von Haus aus auch super schöne lange Wimpern, die ich vorher nie hatte. Und es kann natürlich sein, dass wenn man ein bisschen kürzere Wimpern hat, dass man da vielleicht noch einen besseren Effekt bekommt, wenn man die Base benutzt. Ich würde gerne von euch wissen, falls die jemand schon benutzt hat, ob ihr da einen tollen Effekt bekommt. Also ich glaube, dass bei mir jetzt nie super viel Unterschied zu sehen ist, oder? Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Also ich finde beide Seiten super schön einfach. Für die Lippen würde ich gerne heute dieses Produkt verwenden, und zwar den Color Booster Lip Balm in der Farbe 8 Nude. Das ist eigentlich ein Lippenpflegeprodukt, ist jetzt nicht super farbintensiv, gibt aber trotzdem, wie ihr sehen könnt, einen Hauch von Farbe ab. Es ist praktisch meine perfekte Your Lips But Better Farbe. Der ist vom Gefühl her auch so leicht minzig, so leicht scharf. Es ist so ein typisches Booster-Produkt. Wenn ihr das Gefühl schon kennt, wisst ihr, was ich meine. Es ist so leicht scharf auf den Lippen, aber jetzt nicht so krass wie bei anderen Produkten. Also das ist für mich echt angenehm. Ich mag ja diese Lip-Booster-Produkte nicht so gern, wenn die so scharf auf den Lippen sind. Aber das ist eigentlich für mich echt okay. Und ich finde den Effekt richtig toll. Das macht nochmal so einen Plumping-Effekt und macht die Lippen natürlich durch den Glanz super schön voll und voluminös und sieht natürlich aus. Und ich super krass nach Lippenstift tatsächlich. Also my lips but better halt. Und somit wäre mein Art Deco Make-up Look auch schon fertig. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr zu all den Produkten sagt. Schreibt mir auf jeden Fall eure Lieblingsprodukte aus diesem Video in die Kommentare. Und schreibt mir natürlich gerne auch, welche Erfahrungen ihr schon gemacht habt. Ich bin sehr, sehr neugierig. Ich finde meinen heutigen Look mega schön und freue mich natürlich aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr auch. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Ciao, ciao.